Zum Jahr eigentlich eine handgeschriebene Sammlung von Cocktailrezepten von Al Bondes. Eine Kopie des Buches Rorschach Entlarvt. Es ist nur Tinte. Das Buch ist gefüllt mit schönen, monochromen Gemälden von Gesichtern, Tieren, Landschaften. Ist übrigens auch so eine Kerze. So, spielen wir auch mal hier eine Runde. Tja, ich würde mal sagen, gewonnen, ne? Die Tür ist mit einem starken Vorhängeschloss gesichert. Man könnte es vermutlich knacken, wenn du nur wüsstest, wie. Im Schrank ist ein einzelnes Stück Pergament. Die Plakette unterhalb zeigt, dass es eine der verlorenen 12 Seiten des Gigas-Kodex ist. Im Schrank ist ein einzelnes Stück Pergament. Die Tafel unterhalb zeigt, dass es eine der verlorenen 116 Seiten des originalen Buches von Levi ist. So, wir gehen mal kurz hier rein. Denn wenn ich auf die Karte gucke, kommt da gleich einer durch. Dann schauen wir doch mal. Gut, er ist weg. Das ist schön. Ich gucke noch mal ganz kurz, wie weit wir jetzt noch mal rausgehen können. Also im Bereich hier, wie weit wir da nochmal kommen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Etwas sehr Kaltes und Solides blockiert meinen Weg. Im Sand dieses Aquariums bewegt sich etwas. Okay. Diese Kerze ist seltsamerweise kalt. Was haben wir denn eigentlich hier? Flaschen mit alten Giften der Welt und etwas Alkohol. Ja dann. Haben wir eigentlich irgendwo noch ein Plattenspieler rumstehen? Wo man ein bisschen Musik spielen könnte? Ich gehe nochmal Richtung oben und gucke mal da, ob da vielleicht irgendwo ein Plattenspieler ist. Was sagt eigentlich die Statue? Du weißt sofort, dass es eine Carrington-Statue ist, ohne das Mottenzeichen suchen zu müssen. Weiß ich das? Echt? So, hier ist noch kein Plattenspieler. Vielleicht hier. Nein. Auch hier ist keiner. Oh, ich will nochmal schnell zum Dingens. Nein, nein, weiter, 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 weiter. Weiter. Schnell geschafft noch. Puh. Ja. Gut, ein neuer Tag, ein bisschen neues Glück.
mal schon mal in die Richtung hier. Sag mal hier. Dies ist ein reiner Sturz in die Dunkelheit. Hier wird gleich hier durchkommen. Habe ich so das Gefühl. Warte mal. Schnell, schnell, schnell. Nochmal die Lausche auf. Was sagt der Willow jetzt? Naja, wenigstens wird sie sicher sein. Es fehlt eine Tat. Na, oh, das wollte ich, oh Mann. Willst du den Tag neu starten? Ja. Wir schnappen uns jetzt sofort das Medaillon. Machen das Medaillon so weit fertig, dass wir damit rein können in den Raum. Und stellen uns dann so hin, dass wir das einmal komplett nochmal lesen können. Oder können wir damit vielleicht irgendwas bei dem Seil anstellen? Gucken. Ja, ist ja gleich. So, schauen wir mal nach, was die gleich sagt, diese Person. Ich halte schon mal den Lauscher offen. Der fehlende Talisman bereitet mir Sorgen. Aber ohne dieses Rezept in meinem Schreibtisch kann er nur begrenzt benutzt werden. Ich werde dich daran hindern, dass du weiter dein Gift verbreitest. Zurück zum Tank. Ich glaube, ich habe meine Einladung fallen lassen. Haben wir denn die Einladung? Einladung nur eine. Okay. Sie hat ihre Einladung fallen lassen. Ihre Einladung.
Bis wann bleibt Willow noch mal da drin? Mehrere Leinwände sind an der Wand angelehnt. Alle tragen die Initialen EB. Wahrscheinlich das B für Bond ist. Kleiner Schreibtisch, wahrscheinlich zum Schreiben oder zum Zeichnen. Da ist eine Kreideskizze auf der Leinwand. Regale sind voll mit gefährlich anmutenden Büchern. Alles scheint zu beschreiben, wie man durch Mord seine Seele aufteilen und verbergen kann. Ja gut, wir warten jetzt erstmal ab, was Widow nochmal sagt. Und dann überfliegen wir gleich nochmal den Text. Willow meint, dass die Einladung von ihm ihr fallen gelassen worden ist. Ah, die Flamme. Ein Gesicht der Finsternis. Meine Kerzen. Sie werden es enthüllen. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich so sehr. Der Weg ist mir so kalt. Ja, glaube ich, mir auch. Na komm. Noch nicht. So, Schlüssel. So, wir machen noch mal einmal den Schreibtisch auf. Schreibtisch enthält ein Rezept für etwas, das hungriger Talisman genannt wird. Tja. Dann gehen wir nochmal rein. Aber hier können wir nichts aufschließen. Puh. Ich stehe jetzt gerade vor einem Rätsel.
Was sagt denn hier die Flamme noch? Kerze ist seltsamerweise kalt. Ich will die Kerze anzünden, aber dies scheint nicht der richtige Weg zu sein. Ach ja. Es ist und bleibt ein Rätsel. Ich guck mal ganz kurz, war der Fortschritt. Willow Blue. Davon habe ich ja auch nur bisher diese Einladung, nicht diese. Broschüren. Geheimnisse. Ich habe auch noch keine Geheimnisse. Das Zimmer des Roten. Romney? Nee, Königs. Könnte er sein. Gästezimmer sind auch noch nicht angegeben. Der Kameraraum, das habe ich schon mal frei. Das Haus des Schmetterlings. Der Schmetterling, okay. Warte mal, wir haben spät abends. Wie weit komme ich? Ich möchte mal gucken, ob ich in den Dingensraum reinkomme von der Frau Schlag mich tot, hasse nicht gesehen. Komm schon. Ah, schaffe ich nicht mehr. Schaff ich nicht mehr. Ja, ich möchte neu starten. So, ich schnapp mir mal eben den Talisman. Ich mach. Hallo. Talisman. Danke. Ich weiß aber auch nicht, was ich sonst machen könnte hier noch. Da bin ich echt ratlos gerade. Kommt du Willow da nochmal rein? 1,55. Ist ja schon fast. Komm mal eben hier so ein bisschen warten. Dann überfliegen wir das gleich nochmal, was er sagt. Und dann schauen wir mal nach. Dann schauen wir nochmal nach, ob vielleicht irgendeine Information untergegangen sein könnte. So. Und das Rezept in dem Schreibtisch kann nur begrenzten Schaden anrichten. Ich kriege dich, Bestie. Ah, dass du weiter dein Gift verbreitest. Zurück zum Tag. Ich glaube, ich habe meine Einladung. Okay, alles klar.
Also ohne das Rezept kann er nur begrenzten Schaden anrichten, aber mit dem Rezept wohl eine ganze Menge. Haben wir das Rezept denn irgendwie bekommen? Inventar. Fortschritt. Vielleicht unter Tutorials? Willows weites Gesicht. Okay. Nein. Haben wir also nicht. Also wir haben immer noch nicht die Geheimnisse aus dem Schrank. Irgendwie müssen wir dann die Geheimnisse aus dem Schrank bekommen, damit wir dann den Talisman irgendwie groß machen können. Hallo, raus da. So, einer, 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 einer. Fuck. Gut, hier ist auch nichts. Makabere Knochen und Schädelmotive zieren diesen Schreibtisch. Oh, warte mal. Ich versuche mal ganz schnell noch in den Raum reinzukommen, bevor Willow da reinkommt. So. Gut. Und zwar sehen wir jetzt nochmal Willow in vollem Glanze, in voller Tortur oder so ähnlich. Ich halte mich jetzt mal schon. Woher kommt noch? Warte. Jetzt kommt er. Ich halte mich schon mal bereit. So, ich komme jetzt. Ich habe euch alle so vermisst. Ich kann nicht abwarten, euch wiederzusehen. Und jetzt geht er baumeln. Schon nochmal für die Details ins Inventar, ne, für den Schlüssel. Hä, wir haben zwei Talismänner? Okay.
Okay, der Schornsteiner fühlt sich gruselig warm. Wieso haben wir zwei? Nichts geschieht. Wieso hatten wir zwei? Okay. Ja, gut. So, wir schließen nochmal den Schrank auf. Schauen jetzt. Damit kannst du den Schreibtisch nicht verschließen. Ich will ihn eigentlich auch nicht verschließen. Schreibtisch enthält ein Rezept für etwas, das hungriger Talisman genannt wird. Haben wir das eigentlich schon bekommen, das Rezept? Oder irre ich mich da? Ich bin gerade absolut fertig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade echt keinen blassen Schimmer. Dem Eingang hängt an gewaltigen, unerreichbaren Ketten ein leuchtender Schädel. Er strahlt ein Gefühl der Abscheu und des Grauens aus. Sehr interessant. Sehr interessant und ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Es muss irgendwas mit den Kerzen zu tun haben und mit dem Talisman, den wir gerade haben. Aber warum wir vorhin zwei hatten, frage ich gerade, bezweifle ich gerade irgendwie so ein bisschen. Also ich weiß nicht warum. Puh. Also ich grübel mal so ein bisschen weiter. Und puh, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, woran es liegt oder was es sein könnte. Weil ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ich lasse mal hier immer ein bisschen laufen. Ein bisschen.
sich das immer gleich anhört, das Wasser, weil jetzt müsste nochmal was kommen. Genau, das würde ich auch sagen. Bis morgen. Und rätselt fröhlich oder freudig weiter. Tja. Das wär's von mir. Und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.